Geht es da nicht drinnen auch? Oder muss ich es draußen machen? Ich habe es noch nie drin gemacht. Ich hab, kann ja auch hier anfangen. Okay, gut. Nicht. Aber das, glaube ich, ist der einfachste Airdrop ever hier. Und schon bin ich da. So. Okay. Das ist ein schöner Fragezeichen hier. Ich möchte mal schauen, wie heftig der Gleiter jetzt ist. Ne? Ich glaube, ich habe Stufe 3, oder? Wie sieht man das eigentlich? Hier. Drücken Sie Shift für einen Schub, okay. Gucken wir mal. Also, einmal Z drücken, habe ich. Und Shift. Yo! Wie oft geht denn das nur einmal? Yo! What the fuck? Alter, wir müssen... Das ist ja... Ab ins Wasser, dann kann ich ja landen. Ja, passt doch. Läuft doch. Ja, ja, das denke ich mir. Das ist noch krass. Wenn ich das mit dem Haken habe... Ich wollte eigentlich auch die Story ein bisschen weitermachen, aber irgendwie hat alles andere auch gepasst soweit. Ich hab diese Dinger gefarmt, ich habe dieses Heilding freigeschaltet. Ich habe die Molotovs noch hochgepusht. Ja, ja, das war beim ersten Teil ja schon wild. Ich habe die Armbrust freigeschaltet, also das war... Progress war aber wild, hey. Ich wollte nicht diese Dinger nutzen, oder? Oh, das Gesicht hier schon. Oh, die Zombies überlassen. Einfach Peacekeeper gerettet hier. Ja, kein Problem, Alter. Ja, ich wollte nicht dicht treffen. Entschuldigung. Wie er auch leiden muss jetzt. Erstmal gerettet, dann muss er wie... Dann ist er da wie so ein... Versuchskönig mit dem Stromdings. Echt? Kann man den unendlich nutzen oder was? Deswegen will ich ihn, wenn es funktioniert,
wenn es funktioniert, sofort auf Stufe 3 upgraden. Scheiße. Das muss der alten, gell? Ja, okay, das ist schon. Muss das Hackball wieder mal pushen, denn sonst ist es kaputt. Ein bisschen warten. So. Ist es denn noch weit bis... Ist es denn noch weit bis zum Ding? Bis zum Enterhaken oder so? Ja. Aber die Waffen sind halt schon anders wild. Wozu sollte man denn überhaupt noch schlachten hier? Wenn man da schießen kann. So schon wild, ne? Mit dem über die Häuser bewegen. Das finde ich auch krass, dieses Jump-Pad hier. Ich dachte mir erst vorhin, was passiert? Wieso fliege ich so krass? Ich befürchte, dass dieses Easter Egg von Talisman mal mir den letzten Nerv kosten wird. Weil das klingt irgendwie wild. Ja, aber VNC-Turm, ist das jetzt, wo ich den Strom dahin mache? Oder was ist das jetzt? Aber die Cyberhände, die sind doch nicht lang haltbar, ne? Das ist Kacke. Das ist ein bisschen blöd, finde ich. Ich reiß mal dahin und nimm die Quest dann annehmen, kann währenddessen wieder pinkeln gehen, ne? Als an einem Tisch mit einem PK. Mit dem Jean-Luc hocke ich doch gerne am Tisch. Was denn mit dir? Annie, heilst du deine Stifte?
Ich glaube, ich bin da gerade dabei mit den Ding. Servus. Du bist Aiden? Die warten auf dich. Komm schon, das Treffen ist im VIP-Raum. Die Stimme ist freundlich. Wie ein beschissenes Weihnachten bei meiner Familie. Ich glaube, ich bin Aiden. Was glaubst du, wer du bist, du verfickter Lügner? Ja, jetzt aber, ne? Beruhigen Sie sich, Jack, bevor Ihnen eine Ader platzt. Der Plan ist absolute Scheiße! Mach das besser! Wie wär's hiermit? Mach nichts. Ist auf jeden Fall einfacher. Kommandant, sollte der Scheißer nicht längst vor einem Erschießungskommando? Oh, die Hunde fangen an zu bellen. Ich sollte wohl besser brav sein. Ja, holla, Kumpels. Ich soll hier bei einem Plan mithelfen? Aiden, das sind die Pläne der VNC-Türme. Sobald der Sturm wieder läuft, können wir die Kommunikation wiederherstellen. Der Sturm? Die Leute in der ganzen Stadt erfahren. Aber der andere hat doch was vorher mit dem Ding. Dann können sie sich uns anschließen und helfen. Sie wollen also Propaganda verbreiten. Zur Verteidigung gegen die Abtrünnigen ist jedes Mittel recht. Wenn der Schlechter unsere Stärke sieht, zieht er sich zurück. Wir verhindern Krieg. Aber vorher müssen wir uns noch um ein paar Sachen kümmern. Sehen Sie das Gebäude? Das ist ein Umspannwerk, das speist den ganzen Stadtteil. Wenn wir das zum Laufen kriegen, können wir damit den VNC-Turm betreiben. Unsere Einheit ist schon auf dem Weg. Schritt 1. Umgebung des TV-Studios sicher. Das übernehmen meine Männer. Ich ziehe los. Alles klar, Ro. Viel Glück. Wir werden Sie nicht enttäuschen. Ja, wir tun unser Bestes. Wer hat dich gefragt, Wierzbowski? Los, Arsch in Bewegung, die warten. Wenn Sie das nächste Mal von meinen Soldaten so mit mir reden, nehme ich mein Messer und schneide Ihnen den Schwanz ab! Oh je, stell dir all die trauernden Mandeln vor. Klappe! Können wir einfach zum Plan zurückkommen? Danke. Nachdem Jacks Hündchen den Eingang gesichert haben, bringen meine Männer die Lampen und wir richten einen Außenposten ein. Und dann, wenn alles glatt geht? Und das wird es natürlich. Schließlich hat der Oberbefehlshaber höchstpersönlich sich den Plan ausgedacht. Ich warne dich. Du schmeißt die Aufzüge an und fährst ganz nach oben. Wenn du aufs Dach kommst, bringst du den Transmitter an der Antenne an. Kapiert? Verstanden. Das ganze Gebäude wird von dem Umspannwerk gespeist. Rose Männer sichern die Umgebung mit Lampen. Kapiert? Siehst du, Juan? So befolgt man Befehle. Over. Oder rennt in den Tod. Aber mein Kopf ist hier nicht in der Schusslinie. Wir sehen uns im TV-Studio. Auf diesen Tag warten wir alle seit langem. Ja, toller Tag zum Sterben. Aiden, hab gehört, Jack und Juan versuchen dir gequarte Scheiße einzureden. Wir treffen uns vor der Kantine. Ich stecke lieber im Aufzug mit einem Infizierten fest, als an einem Tisch mit einem PK. Warum habe ich jetzt... Den Ohrwurm auf diese Steine können sie bauen, Schwäbisch Hall. Hä? Was haben sie gesagt hier? Gedönse da, Tichonia. Gute Nacht, angenehme Träume, bis später.
ihr eigentlich? Ich sage ständig allen, dass wir uns auf den Winter vorbereiten sollen. Warte, ich wollte nur kurz was zu Ende tweeten. Moment, Moment, Moment. Es wird zu spät und ich schaffe das nicht mehr. So. Ich. Dann warte mal kurz Google. Große Game. Hab ich. Da ist Wiki. Ach, das ist wieder Deep Silver. Okay, okay. So. Und Fish Labs. Jawohl, habe ich. Habe ich. So, diese Hashtags hier durch, ey. Der ist aber, why not? So. Und Gags TV Kappa, dann ist richtig sortiert ist hier. Wieso ist denn bei diesen ersten Tweets nie der YouTube-Link mit drin so eingespeichert als Bild? Jetzt hat er es. So. Zack. Ja, meinst du, richtig lustig werden? Da bin ich mir nicht so sicher hier. Mal gucken. Bin ja gespannt, was da kommt hier. Der Tweet. Der Link. Rein da klicken, liken, abonnieren und so weiter. Und kommentieren. Ich brauch ein paar Klicks hier. Schickt es euren Freunden weiter. Ist wichtig.
Irgendwie ist YouTube in der Szene immer noch wichtiger als das Twitcherino. Um Sachen, Dinge zu kriegen, zu machen. Was haben wir jetzt gesagt? Was ist passiert? Ich muss irgendwo hingehen, was Cooles machen. Jean-Luc habe ich gegeben hier. Mit Lavendel spreche ich wieder was. Nee, ich will nicht wieder mit Lavendel sprechen. Warum denn? Ich dachte, ich bin fertig. Wohl eine Pause zwischen den ganzen Mordanschlägen, um mich zu treffen. Hat dein PC genug von deiner Schnauze? Ich versuche nur, Ärger aus dem Weg zu gehen. Was wollten diese Kriegstreiber? Sie wollen, dass ich auf den VNC-Turm klettere. Ach, das ist genau das, oder was? Diese Schweine. Weißt du, was der Turm ist? Das höchste Gebäude der ganzen verdammten Stadt. Aber ich schaff's. Ich hasse diese Wichser. Ja, kann man vorstellen, dass die Story komisch wird. Aber Jack und der andere mischt ja bestimmt ein hier, dieser Juan. Die werden dir unweigerlich irgendwann in den Rücken fallen. Danke, Nerstin. Wo brennt's denn? Ach, nichts. Nur, hier hat Frank all seine Nightrunner verloren und sein Bein. Jack und Juan werfen dich den infizierten Wölfen vor, weil sie ihre eigenen Ziele verfolgen. Du bist für die nur ein Werkzeug. Diese Vollpfosten. Ja, natürlich. Ich bin immer ein Werkzeug. Auch für sie ja auch. Hä? Na, schon gut. Die Picards begleiten mich, meinte Jack. Hat Jack zufällig auch die Bestien erwähnt, die da hausen? Oh. Ich weiß, dass es gefährlich ist, Luan. Ich muss das tun. Man sagt, dort gibt es Dinge, die noch nie jemand gesehen hat. Oder ihr gesehen und danach davon erzählen konnte. Du klingst ängstlich. Na klar habe ich Angst, Aiden. Oh, wusste gar nicht, dass du dich sorgst. Fick dich. Hör zu. Vor ein paar Jahren versuchte Frank das Gleiche, was Jack jetzt machen will. Und das endete in einer Tragödie. Du glaubst mir nicht? Frag ihn selbst. Aiden, der Eingang des Fernsehsenders ist gesichert. Wir warten nur noch auf dich, faulen Sack. Aiden, bist du da? Sprich mit Frank, Aiden. Fauler Sack. Tu das nicht. Aiden, komm. Wie? Ich gehe in den Turm rein da. Sorry, Laban, aber Jack gräbt für mich Infos über GRE-Angestellte aus, wenn ich das für ihn mache. Man muss ja an sich denken. Du, mein Freund, bist ein lebensmüder Idiot. Egal. Luan. Wenn ich sterbe, du respawn. War mir ein Vergnügen. Und jetzt verpiss dich. Jawohl. Werkzeug Main. Ist da noch mehr Ausdauer, ja? Das nicht. Ich habe den Kontakt zu den Jungs am Umspannwerk verloren. Oh, oh. Was ist? Keine Ahnung, aber wir müssen den Strom wiederherstellen. Ein paar von unseren Jungs sind schon im Turm. Du bist am nächsten dran. Kümmerst du dich drum? Ja, klar. Ich bin schon unterwegs. Umleiten oder was? Bin ja am Fliegen. Am Schnitzen, Ritzen und so, wie immer halt. Ey. Scheiße, ich hab halt nur einmal gedrückt. Weiß ich nicht genau. Manchmal tut er den Schirm nicht aufmachen, wenn ich drücke. Das ist kein gutes Zeichen. Wie ist
der Vollidiot. Hä? Da ist er. Was ist das? Ist das schon was Neues, oder? Unser Trupp ist immer noch im Gebäude. Wir brauchen sofort Strom, verdammte Scheiße. Die Gegend wimmelt nur so von Abtrünnigen, aber mit denen komme ich klar. Bist du bereit für dich? Ein bisschen Ausdauer brauche ich hier, ein bisschen Ausdauer. Du lebst nicht mehr lange. Bro, die Abtrünnigen habe ich erledigt. Gut gemacht, Aiden. Jetzt schalte das Umspannwerk ein. Schnell. Bin auf dem Weg. Schnell. Was für ein Ton das immer ist hier. Voll geil, oder? So nicht. Och nö! Ist das nicht das von vorhin? Alter. Hat er schon überlegt, gehe ich jetzt ins Bett? Oder mache ich das, oder mache ich das nur fertig? Ich hätte ins Bett gehen sollen. Ich war doch hier vorhin schon heute. Dann habe ich ja gesagt, ich gehe lieber. Hab's dann nicht fertig gemacht, das Ding. Das war genau das. Und wenn ich das fertig gemacht hätte, hätte ich es gar nicht machen müssen hier, oder was? Genau, aber ich komme halt da nicht hin. Ich habe es vorhin auch probiert. Die zwei Generatoren verbinden, ja, aber irgendwie ging das nicht. Kann ich hier die Tür aufmachen? Da war ich vorhin schon überall. Jetzt wieder ein paar Sachen verkaufen bei Gelegenheit. Das ist aber jetzt schon Grafikfehler, oder? Das war auch vorher zum Beispiel nicht. So, dann habe ich schon vorher hier ein paar Sachen aufgemacht. Von der anderen Seite. Okay, das habe ich schon alles gemacht heute. Und jetzt wusste ich nicht weiter. Warum ich auch da... Man kann auch hier irgendwo noch hin. Und ich wusste nicht, warum ich da hin sollte. Hier ist das Ding. Ich komme denn mal dahin? Kannst du keine von den Sachen? Und dann war ich vorhin schon viel, viel weiter.
und wusste auch gar nicht, warum ich da überhaupt hin darf. Ich weiß nicht, wie ich das freischalten soll. Wenn ich höher komme, bringt es mir auch nicht so viel, weil ich weiß nicht, was ich da machen soll oben. Ich war letztes Mal schon oben da, aber ich weiß. Wo ich dann gemeint habe hier, hey, das ist wie, die Mario-Musik. Ich war heute schon da oben. Ich weiß auch jetzt nicht. Ich bin da, glaube ich, hier sogar hoch. Ne, hier bin ich hochgekrochen. Ich bin auf das Ding drauf hier. Genau. Das habe ich halt alles schon gemacht. Und die Kiste auch schon gelootet ein paar Mal. Ich weiß noch nicht genau, warum ich hier oben bin. Oder war. Ich, hier hätte ich hochgekonnt, genau. Ich wusste, dass man noch hoch kann. Noch. Aber ich weiß nicht, warum man hier hoch kann. Hier habe ich ja aufgemacht. Da habe ich auch aufgemacht. Hier kann ich nicht aufmachen. Geschehen. Hitzkopf. Kannst du hinter dir kannst du nicht. Ich, ja, okay. Ich weiß nicht, wo ich da war zu der Zeit. Ich bin doch oben. Und ich bin ganz oben, was die Leiter angeht. Hier ist halt nichts hier oben. Hier ist halt nichts. Ich würde das echt machen oder was? Okay. Ja, kannst du machen, klar. Oder du kannst halt nachgucken im Internet, oder? Ist nicht einfacher?
Jetzt bin ich ja ganz oben, aber was soll ich hier machen? Das heißt hier Garnisonsstromwerk. Jetzt zumindest der Grafikfehler jetzt weg, nachdem ich da. Okay, ist wieder da. Wow, 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 ist ja gut jetzt. Doch, hier ist Strom, ist doch alles hell, was will ich denn? Ja, ja, habe ich schon aufgemacht, klar. Jetzt komme ich ja nicht hier rein. Da. Hier. Treibstoffbehälter in der Nähe. Dann habe ich hier den Scheiß freigeschaltet hier. Diese Tür geöffnet. Ich werde in der Zeit vom anderen Rechner hier so drüben hier ein bisschen rein schon starten. Das ist halt. Ich muss sagen, ich mag solche Missionen nicht. Ich weiß nur ein bisschen rumfummeln ist und denken ist, aber keine Lust drauf. So, 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 sag ich dir. Und kurz. Jetzt wieder starten, dass er Update macht. Muss ich ja gleich laufen lassen.
Der macht immer bei Steam Update und dann nochmal. Na, Update. Ich kann das nicht anders machen, weil ich habe keinen. Ich habe keinen extra Monitor für das hier. Das über Stream machen. So. Bis ganz nach oben hier. Ja, da war ich doch hier schon. Okay. Also hier auch nochmal hoch, oder was? Brennstoffbehälter in der Nähe. Kann man hier nicht einfacher hoch, anstatt da so ein bisschen so dich zu quälen? Doch, oder? Hier. Und dann nochmal hoch, oder? Passt hier, oder? Weil hoch, höher geht's ja nicht. Okay, und dann? Hier war ich schon. Und dann, was mache ich hier? Okay, also doch eins tiefer. Brennstoffbehälter in der Nähe. Hab ich. Den Gang durchlaufen. Okay. Bin ich da nicht einfach ganz unten, wo ich eh schon bin? Aber nicht ganz so runter ist drin, oder? Hier. Ach so, lol. Okay. Gut. Eins ist aktiviert. C ist halt drüben, ne? Halt hier irgendwie. Also ich kann das nur mit Strom aufmachen, glaube ich.
Damit ich es hier aufmachen kann, oder was? Reicht das denn? Bis da hoch? Spinnt's jetzt, oder was? Das ist ja wild. Ja, ich muss vielleicht einfach rüberspringen, dann hoch oder so. Der kürzeste Weg. Wenn du schreibst, habe ich es eh schon gemacht. Alles gut. Bis sie mitdenken, tue ich dann schon, aber das ist halt ab und zu einfach nur wild. Außerhalb des Spiels machen, Mann. Das ist so ekelhaft manchmal. Wie lange geht denn die VNC-Mission eigentlich noch? Ich dachte mir, dass wir, wenn es zu lang geht, dass wir das einfach morgen machen oder so. Oder ein andermal, weil... Achso, ich muss C gar nicht connecten oder was? Doch gar nicht der Strom hier. Jetzt hat. Achso, du meinst jetzt, okay. Das ist frech.
deswegen ist das Rohr, meinst du? So, die leuchten doch auf der anderen Seite. Wie intelligent von mir. Wie intelligent von mir. Beste. Für die Hilfe, du PK-Hund. Jetzt sei brav und verzieh dich. Nein, Zeit, dass du dich verziehst. Sonst. Ich hab mein Heilding nicht. Ist das eine Drohung? Leiste. Ich zittere bis in meine Stahlkappenstiefel. Kumpels, ob er wohl wie ein gefülltes Spanferkel quietscht wie seine Kumpane? Tja, schauen wir doch mal. Aua. Direkt leiser machen, ich boxe mich jetzt dann. Wenn sie eine Tür angeschlossen haben, verschwindet die gesamte Beute am jeweiligen Ort. Habe ich irgendwas Wichtiges, was ich machen muss, oder was? Irgendwelche Sachen, die wichtig sind, wa? So, wie mache ich das jetzt? Soll ich jetzt weiter PK machen, ganz durch, oder ein bisschen aufteilen das Ganze? Molotow-Laternen. Oh, das ist schon geil. Pendelfalle. Kann ich die runterlassen? Gut, wenn ich mich hier zu den Wiederbelebungen hinkomme, sollte ich ja eigentlich nicht sterben, ne? Ist ja nicht Ziel der Sache. Vielleicht ist da irgend so ein Easter Egg, was man nicht mehr machen kann jetzt. Das ist damit gemeint. Hey Ro, Strom ist wieder da. Bro? Bro? Over? Hörst du mich? Ob wir dich hören? Hier leuchtet alles wie ein beschissener Weihnachtsbaum. Geht's allen gut? Ja. Die Jungs gehen jetzt tiefer rein ins Gebäude. Das Gebiet ist bald gesichert. Schwing deinen Arsch hier, ja. Zeit für eine Kletterpartie. Nur deswegen wollen die mich, Schweine. Also, das kannst du dir nicht vorstellen. Diese beschissene Steuerung manchmal. Ich drück den Ding und der geht nicht auf. Dann drück ich ihn und dann nochmal, dann geht er auf und zu. Alter, das ist einfach manchmal nervig mit diesem verfickten Ding da. Das macht so keinen Spaß.
Also, das nervt mich halt einfach. Das muss jetzt echt nicht sein. Mir ist egal, wie ich jetzt verrecke, aber das muss einfach nicht sein. Ganz ehrlich. Das muss nicht sein, sowas. Jetzt bin ich wieder in so einem scheiß Ding da hier. Achso, ich hab den gar nicht, hat sie das gemeint mit Dude? Aber den kann ich doch noch holen, oder? Das ist doch bei C da vorne drin. Schöne Spiel, aber nicht, man nervt halt einfach. Also du meinst jetzt nicht mehr dahin gehen, oder? Bin jetzt zwar nicht ultra müde, aber ich muss ja nicht wieder komplett ultra tot sein. Wie gestern. Random Zahn hier. Weißt du noch, wie der Ding hier heißt? Der Turm da? Dankeschön. Hast du das bei dir nachgeschaut mit dem Code oder hast du das selbst herausgefunden? Ich schätze auch nachgeschaut, oder? Hey, das ist so krass, ich möchte immer ab und zu mal nebenbei irgendwo klicken und machen, aber du darfst halt nirgendwo klicken, wenn du im Spiel drin bist. Echt, hast du gefunden und gelesen? Stroh nach 3 Tagen wird zerstört. Holz nach 7 Tagen. Stein nach 14 Tagen und so weiter. Und die Dinos, die großen Stehen sind nach 7 oder 8 Tagen tot. Grüße. So.
Okay. Noch ein bisschen Ausdauer, habe ich mir gedacht, zum Fliegen. Zum Fliegen mit dem Gleiter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles so gedacht war mit dem Kabel und so. Einfach wieder abstecken, gefällt mir nicht. Aber wieder abstecken und weg damit. Wie komme ich eigentlich da nach oben? Im Aufzug oder was? Das habe ich ja vorher probiert, da geht nichts. Ah, jetzt geht's. Das ist ja nett. Ich wollte nochmal schlafen wegen dem Speichern. Schön gesuchtet, 8 Stunden 33 Dying Light und noch 3 Stunden das andere. Sind zwar nicht so lange Sessions wie bei Ark, aber ich habe bei Ark haben wir, keine Ahnung, 18 bis 20, 23 Stunden gemacht. Oder 12 bis 23 Stunden, je nachdem. Aber ich habe damals auch diese Tablette nicht genommen. Und ich konnte ja auch da teilweise nur jeden zweiten Tag wirklich was machen. Auf jeden Fall. Ich mache jetzt mal die Musik leise. War sehr geil, hat eine Menge Spaß gemacht. Wir haben 23.37 Uhr und keine Ahnung. Was haben wir denn gemacht? Muss ich schauen, Destin, ja. Guck mal, wie ich es halt schaffe. Mal gucken. Achso, versunkene Stadt gelootet, Armbrust freigeschaltet, Airdrops paar Mal geholt, Main Story und Side Quests gemacht, viele Dinge, viele viele Items, keine Ahnung, Items geupgradet. Mal schauen, wie gesagt, vielleicht starte ich morgen wieder mit ein, zwei Stündchen das andere Game, das Sifu, mal gucken. Da war ich heute ein bisschen wild am Anfang und danach dann, ja, vielleicht gleich roter wie heute, mal schauen. Echt? Dann muss ich das ja ausnutzen, solange du mir das anbietest.
Okay. Gut, dann war es das mit der Aufnahme von Tag 7. Habt ihr gerade gesehen, was ich alles gemacht habe? War sehr, sehr geil. Die Armbrust halt ultra. Und selbst der Bogen ist halt krass. Bogen gekauft. Airdrops haben wir ein paar Mal geholt. Viele Sachen haben wir geupgradet. Diese Heildinger, den Schirm, alles. Also schon sehr, sehr Wahnsinn mit der Mobilität. Auch weitergekommen im Kampf und im Parkouring. Ultra geil. Nur diese scheiß Stromdinger da nerven mich. Aber egal. Da haben wir ja seelischen Support im Chat Arena. Danke an der Stelle. Und falls euch gefallen hat, natürlich wie immer schnabulieren, abonnieren, liken, kommentieren und so weiter. Glockendings von mir aus auch, wie ihr wollt. Alles klar. Dann ist die Aufnahme hier zu Ende und im Stream geht's mal weiter.